Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Wir sind ja, falls das letzte Mal die Folge gesehen hat, in der Kuppelstadt, die scheinbar von den Klerikern ein bisschen terrorisiert wird. Weil irgendwie scheint es einen Pakt gegeben zu haben, dass das eine neutrale Stadt ist, in der im Prinzip alle leben können. Und die Kleriker ist beschlossen worden, sind die, die wo aufpassen. Ja. Hey du, lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich habe nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Momentan ist es ruhig. Ich bin mir sicher, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Aber unter meiner Kuppel kann uns nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Stimmt eigentlich. Wieso haben wir im Hort nicht auch so eine Kuppel? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Doch, ist es. Wenn wir jetzt angegriffen würden, könnte es wirklich kritisch werden. Wegen der... Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden? Wenn nur einer der Regulatoren ausfällt, könnte es passieren, dass die Kuppel eine Notabschaltung durchführt. Andernfalls könnte die Entladung dazu führen, dass gewaltige Schäden in der Stadt entstehen. Ob Entladung oder Notabschaltung, in beiden Fällen wäre die Stadt den Alps schutzlos ausgeliefert. Wie viele Energieregulatoren? Na alle, das ist ja das Problem. Allerdings habe ich bei den meisten schon für Ersatz gesorgt. Nur Lutz hat seinen noch nicht bekommen. Ich werde dir mit den... Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Aber von einem Kleriker habe ich nichts anderes erwartet. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Das schaut aus, wie wenn es mir mit Blut hingeschmiert hat. Hey, Kleriker, versammeln! Blutabgabe! Okay. Das heißt, mit der Kuppel läuft's aber auch nicht gut, ne? Böses Mädchen. Achso, ja, das ist die Nasti. Die ist cool. Waffenembargo. Patch, dass die Kuppel treffen. Okay. Gehen wir doch mal. Das wird dann hier sein. Das sind die Regulatoren, oder? Ist schon geil. Aber das ist so ein typisches Ding, wenn die Idioten sich alle einig... Hey du, ich hab dich gehört, wie du mit Erich gesprochen hast. Ach. Er hat dir doch einen Energieregulator für die Kuppel gegeben, oder? Ich hätte da einen Deal anzubieten. Gib mir den Energieregulator und ich sorge dafür, dass du hier heil rauskommst, wenn alles zu scheiße wird. Alles klar, hier, hör zu ihm. Was willst du mit dem Regulator? Ich werde ehrlich zu dir sein. Ich glaube nicht, dass die Herrschaft der Kleriker hier noch lange bestehen wird. Und wenn es knallt, dann will ich eine... sagen wir, Hintertür haben, um hier wieder rauszukommen.
Ich will den Regulator modifizieren, sodass er mir diese Hintertür aufhält. Ich schraube ein bisschen an ihm herum, gebe ihn dir wieder, du bringst ihn an seinen Bestimmungsort und wir alle sind zufrieden. Na, was hältst du davon? Nein. Du wagst es, einem Kleriker so ein Angebot zu machen? Hätte ich mir doch denken können, dass du so reagierst. Ihr Kleriker habt doch alle einen Stock im Arsch. Ihr müsst euch ja keine Sorgen machen, dass ihr hier nicht mehr herauskommt. Genießt eure Tage. Kleines Arschloch. Kann man den melden? Ich höre ja so einiges. Und wie ging es dann weiter? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Lust auf... Halt, der ist da drin, oder? Klar doch. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Bis später. Ja, Entschuldigung. Hä? Da oben? Bist du Lutz? Lutz schaut cool von meinen Maschinen. Es ist mir auch herzlich egal, ob du zu den Klerikern gehörst. Sollte ich eher auf einen einphasigen oder dreiphasigen Generator zurückgreifen bei der Energie? Das fragst du den Falschen. Hätte mich auch gewundert, wenn noch jemand mit meinen Fähigkeiten in der Stattdessen lungert in der Stadt nur arbeitsscheues Pack herum und frisst einem die Haare vom Kopf. Und ich kann niemanden gebrauchen, der mir hier Probleme macht. Die Energieregulatoren sind im Arsch. Der Überspannungsmesser schlägt aus ohne ersichtlichen Grund und die Schirmprofiler geben komische Werte zurück. Ich habe wirklich keine Zeit, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Erstmal muss ich mir eine Lösung für die ganzen Probleme überlegen, angefangen bei den Ersatzteilen. Dann hast du das erste gleich. Kalan sei Dank. Hast du den Energieregulator? Ja, hier hast du ihn. Sieht gut aus. Danke, dass du mir das Ding gebracht hast. Ich werde ihn sofort einbauen, danke. Am besten gehst du zurück zu Erich. Du kannst ihm sagen, dass ich ihn gerade einbaue. Ach, hier kann ich mich entscheiden. Zum Abessa-Konflikt. Auf jeden Fall helfe ich den Separatisten und den Klerikern. Die Outlaws sind eh nur Abschaum. Und die Berserker sind ein bisschen engstirnig. Also, tut mir leid, also die Outlaws sind an sich ja nicht ganz in Ordnung. Aber die Scheiße, was die teilweise abziehen, ist ja wohl unter aller Sau, ey. Ich habe das schon mal gehört. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte ihn nicht mit Steinen schmeißen. Was soll das für ein Sprichwort? Wer anderen eine Grube gräbt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Was? Was? Was bist du für eine? Berserkerin. Oh, warte, jetzt wenn ich der Page das mit den Waffen mache, ist aber auch nicht so der Hit. Wo ist der Erich? Ist das der Erich? Nee, der Erich ist selbst dran schuld. Da. Lutz hat ihn. Ich habe nichts anderes erwartet. Kalan, dank dir. Die Kuppel ist... Okay, das heißt, hier wird's irgendwann krachen. Also, Minjung, erzähl mal. Ja? Gibt es etwas Dringendes? Wie du dir denken kannst, habe ich alle Hände voll zu tun. Diese Stadt regiert sich leider nicht von alleine. Darum entschuldige bitte, wenn ich kurz angebunden bin. Der Mensch braucht schließlich Führung, gerade an diesem Ort. Du bist also der Boss hier. Sagen wir der Einfachheit halber, dass ich die Stelle bin, an der alle Fäden zusammenlaufen. Aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Sonst landen wir noch bei der Politik. Und danach steht mir nicht der Sinn. Falls du übrigens von mir etwas erbitten willst, die Schutzsuchenden durchzufüttern ist eine... Ihr macht gute Arbeit hier. Macht weiter so.
Ich hätte nicht erwartet, dass Klerikern so viel an dem Wohlergehen anderer Menschen liegt. Es stimmt. Es gibt einige Stimmen in unseren Reihen, die sind anderer Meinung. Aber ich habe hier das Sagen und ich sage dir, wir halten uns an den Beschluss des Konzils. Seit wann hast du den Vorsitz über die Koppelstadt? Ich bin nunmehr 8 Jahre im Amt. 8 Jahre. Und einfach war es, eine gewisse Neutralität zu wahren und zusätzlich den Alps die Stirn zu bieten. Bei Kalan, es gibt wahrlich angenehmere Posten, auf die man mich hätte setzen können. Und wenn dich jemand ablösen will? Dann soll er es wollen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und ich sage dir auch warum. Das große Konzil von Magalan liegt jetzt schon etliche Zeit hinter uns. Das ändert aber nichts daran, dass die Verträge für mich noch gelten. Es wurde beschlossen, dass wir Kleriker den Vorsitz zugesprochen bekommen. Wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, neutral zu urteilen und für die Sicherheit aller einzutreten. Dass wir aktuell mehr Strenge zeigen müssen, gefällt mir auch nicht. Aber anders können wir unsere Verpflichtung nicht erfüllen. Von den ganzen Dieben in dieser Stadt ganz zu schweigen. Gibt es hier viele, die Stille in der Stadt? Das interessiert mich, das führt zu einer Quest. Viele ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, hier treibt sich eine organisierte Bande herum. Aber sicher bin ich mir da nicht. Mir wird immer wieder von Diebstählen berichtet. Aber ein Schuldiger wird fast nie gefunden. Ich habe für jeden Hinweis, der zur Ergreifung der Diebe führt, ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du also etwas weißt, komm damit zu mir. Ich mache dich zu einem reichen Mann. Money und Erfahrungspunkte. Ach, du hast mich, du hast mich. Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter. Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das, was ich dir sagen kann, wir sind ein Schmelztiegel der Völker. Früher, als man müde vom Krieg war, herrschte Ruhe. Und man konnte in Frieden miteinander leben und handeln. Aber jetzt herrschen nur noch Gier, Wut und Angst. Draußen herrscht Krieg. Und hier drinnen werden dir die Splitter aus der Hand gestohlen, wenn du nicht aufpasst. Die Welt spielt verrückt. Und der Grund dafür ist... Der Grund? Du meinst wohl die Gründe. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie die Dinge stehen. Die Berserker leben immer zurückgezogener, seit sie ihre Gesetze erlassen haben. Die Outlaws sind noch unberechenbarer als vorher. Jemand wie dieser Duke hätte nie die Macht an sich reißen dürfen. Und während die Alps ihren eisigen Hauch über die Welt jagen, suchen die abtrünnigen Separatisten bei uns Unterschlupf. Allesamt dunkle Vorzeichen, dass wir erneut einer globalen Katastrophe gegenüberstehen. Und wir stehen mitten im Zentrum. Entmutigend, nicht wahr? Gibt es etwas, wobei ich dich unterstützen kann? In der Tat. Es freut mich, dass einer der unseren so einen Eifer besitzt. Ja, aber ich rieche Erfahrungspunkte. Mir ist aufgefallen, dass die Stimmung hier aufgeheizt ist. Ein Windzug und all das, was wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, bricht in sich zusammen. Das gilt es zu verhindern. Erst kürzlich hat mir einer meiner Leute berichtet, dass die Outlaws eine Waffenlieferung erwarten. Das Letzte, was diese Stadt braucht, sind noch mehr Waffen. Schon gar nicht in den falschen Händen. Ich will, dass die Lieferung abgefangen und an mich übergeben wird. Du setzt deine Leute... Natürlich. Anders ist, solange wir die Übersicht über alle Geschehen informiert zu sein, gerade bei diesem arbeitsscheuen Okay, die verpfeifen wir jetzt. Ich will wissen, was es dafür gibt.
Wegen der Waffen? Ich weiß, wer Waffen in die Kuppelstadt schmuggeln will. Spar dir deinen Atem. Du bist Paige also schon begegnet. Ich verdächtige sie schon eine ganze Weile. Aber nach meinem Kenntnisstand, irgendwann aber wird sie Erfolg haben. Ich appelliere, wenn sie versucht, dich in diese Angelegenheit mit einzubinden, dann tu das einzig Richtige und bring mir, was sie verlangt. Ah. Sehr schön. Zwei Quests. Diebe und die Waffenlieferung. Hier drinnen hast du nichts zu suchen. Entschuldigung. Entscheidung. Genau. Mach, dass du Land gewinnst. Fickt euch ins Knie. Kleiner grüner Stein. Also gut, hier muss ich aufpassen. Die Steine schauen voll komisch aus. So. Nein, nein. Ach scheiße, der Wichser bohrt ein bisschen weiter. Boah. Oh, Alter, könnt ihr wieder abhauen? Geht weg. Geht weg. Weichet von mir. In einen anderen Raum. Arschgeigen. Alter, der ganze Bude unten voller Elex, Mann. So, jetzt haben wir den hier. Wen haben wir denn hier noch? Nachtwache. Wo sind wir? In Game of Thrones oder so? Oh, was liegt da? Amulett der Wissenschaft. Wer Wissenschaft der Wissenschaft? Okay. Meine. Ihr könnt mich alle mal. Was geht denn jetzt da? Das darf ich mitnehmen, oder? Das. Nein, darf ich nicht. Splitterraketen. Brauche ich aber auch nicht. Was haben wir hier? Plasmazellen. Gottfried! Und einen Krieg zu gewinnen. Entscheidet euch für die gute Seite. Mehr Schnauze. Einen Augenblick, ich muss mich konzentrieren. 43 Grad, östliche Richtung, Entfernung 5 Kilometer. Vielleicht könnte ich die Empfindlichkeit des Empfängers. Nein, obwohl. Soll ich später wiederkommen? Nein, nein, jetzt habe ich den Faden eh schon verloren. Auch wenn ich von einem Kleriker etwas mehr Rücksicht erwartet hätte. Aber wenn wir schon ins Plaudern kommen, hilf mir kurz. Wie viel Grad hatte ich gerade im Kopf? Grad östliche Richtung. Exakt und absolut präzise. Ja. Ein gutes Paar Ohren hast du. Hier, dafür, dass du meiner Ich nehme an, du bist der Funkmeister. Kohle fürs Zuhören. Du bist nicht nur ein guter Zuhörer, du ziehst auch die richtigen Schlüsse. Ja, ich bin in der Tat der hiesige Funkmeister. Meisterlich ist jedoch nichts an dem Posten. Der Gerätezustand ist desolat. Einfacher wäre es, zwei Blechdosen mit einer Schnur zu verbinden. Hey, nicht so viel Technik geschwafelt. Ich kann gar nicht erzählen, wie oft wir einen Energie- oder Funkausfall hatten. Aber nun habe ich dir wirklich Wenn du jemanden zum Reden brauchst, er ist immer interessiert an neuen. Nicht schlecht. An alle, die jemals einen Mutanten gesehen und überlebt haben, vergesst nicht, was das Elex aus uns. Hey, wo ist Vito? Vito. Boah, was? Was ist denn hier? Egal. Hey, ich will an dem Schrein beten, da geht's mir wieder gut. Alter. Dahin. Okay, Raucherplatz. Geh mal weg da. Schwert der Ankunft. Truhe.
Das war wohl nichts. Schwert der Ankunft. Was ist da drin? Handgranaten. Eine unbrauchbare Tasche. Aber jetzt muss ich ja schon mal das Schwert anschauen. Ich hoffe, ich kann es nehmen. Bitte, bitte, bitte. Bitte, Mom. Bitte, bitte. Wow. ...74 Geschicklichkeit, ja, leck mich am Arsch. Schaden plus 3. Achso, weil er 50 hat, ich hab 47. Alter, aber 74, nur damit's Blitz hat, wirklich? Ich kann mich mal am Arsch lecken. Da ist der Funky. Ist noch irgendwas? Nope. Naja, da geht's nochmal runter. Ist da dann ein Video? Ich weiß, Leute, viel gelabert momentan, aber... Ey, das ist ein Gothic-Spiel, also da wird viel gelabert und viel gekämpft. 50-50. Also da geht's zu den Outlaws, da wird auch noch viel beschissen. Ist da hinten? Was haben die alles für Zeug, ey? Lecke mich am Arsch, ey. Was haben die alles? Sprengraketen. Ein Haufen Scheiß, Mann. Plasmazellen. Warte, die könnte ich eigentlich mitnehmen. Brennstoff kann ich auch brauchen. Alter, pennt da wer? Laserblaster. Pen mal eine Runde. Die anderen dürfen zuschauen, wie ich schlafe. Also gut, dann beende ich hier fürs erste Mal meine Folge. Ich weiß, es war viel Gelaber, wenig Action, man hat viel rausgefunden, aber vielleicht gibt es nächstes Mal schon das... Vielleicht explodiert das nächste Mal schon das Pulverfass. So rum. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!